So, hallo, willkommen zurück bei deinem Super Mario 64. Wir haben ein Hack von LollyLP, wie es da gerade schon stand. Und wir bewegen einen Neu umher. Das ist recht merkwürdig, okay. Aber da wir hier unten noch 100 Steine-Datei haben, löschen wir mal die erste. Oder wenn ich schon wieder hier mit. Das ist merkwürdig hier mit dem No und. Ignorieren wir das, okay. Ich lese mal vor. Moin Rufen, hier ist ein kleines, aber feines Level, das ich vor 2 Jahren mal für dich erstellt, jedoch aus diesem Grund nie eingesendet hatte. Obwohl ich einige Sachen verbessert habe, konnte ich einen peinlichen Fehler nicht beseitigen, da ich vergessen habe, wie die Lebenszeige zeigt den Schriftzug live statt live an. Also für die, die jetzt keine Ahnung haben, warum ich jetzt einmal live gesagt habe. Es gibt ja das Live, sondern von wir streamen gerade live, wir schauen was live im Fernsehen und es gibt dann noch das Live mit F, nicht mit dem V, das man benutzt für halt live leben, ne? Okay. Bitte entschuldige, sonst die Steine keine Safe-Sets nötig, kannst sofort loslegen. Kritik ist auf jeden Fall erwünscht. Ich freue mich auf das kommende Video. Overworld ist nicht so spektakulär, erfüllt seinen Zweck, da wir gleich ins Level kommen. Der zweite Level, die kreative Insel, kreative Mannsprünge. Wow. Okay. Bin ich mal gespannt. Das sieht aber irgendwie fast schon wieder aus wie die Overworld, mit halt am Boden noch ein bisschen Wasser. Wir gehen mal weiter, mal gucken. Ich muss sagen, mir gefällt das veränderte HUD nicht ganz so gut. Also da Lebenszeige, Minzanzeige und sowas gefällt mir nicht ganz so gut, aber es ist okay. Die Texturen und sonst sehen doch ganz schön aus. Sehr schöne, hochauflösende, scharfe Texturen. Und da oben hängt. Ach so, ich dachte, das wäre herumhängende Textur, aber das ist so ein schmaler Weg, den man langlaufen kann, okay. Auch so klein sieht das Level gar nicht mal aus. Na egal, schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir zu tun haben hier. Der erste Stern war kreative Wandsprünge. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier mit Dreifachsprung hoch hinauskomme und dann mit einem Wandsprung mich eben höher hebe. Beziehungsweise halt nicht, weil ich aber das machen kann. Wir probieren trotzdem das Ganze mal mit Safe States, weil ich ungern runterfalle. Aber wie es aussieht, ist das überhaupt nicht notwendig. Die Sterne haben auch eine merkwürdige Farbe. Ich meine, so sehen sie gut aus in der Welt. Ich meine, so ein bisschen farbenfroh ist ja okay. Nur beim HUD oben rechts sieht das merkwürdig aus. Nee, egal. Ha. Okay. Gut. Dann halt nicht. Dann halt nur von unten. Ja, doch, die Texturen gefallen mir. Da unten sieht es etwas leer aus. Diese grüne Fläche sieht wirklich sehr leer aus. Naja, vielleicht ist da unten ja etwas. Ich sehe es nur gerade noch nicht. Und ich dachte, da könnte ich mich wieder mit einem einfachen Sprung festhalten. Gut, dann müssen da mehrere Wandsprünge wieder hinterher. Das weiß ich jetzt. Dementsprechend nutze ich das, dieses Wissen. Und behebe dieses Problem, indem ich Wandsprünge mache, bei denen die Kamera sich hoffentlich nicht so dreht wie gerade eben. Das war leicht irritierend. So ganz leicht irritierend. Ich glaube, habe ich den Namen des Levelerstellers gesagt? Ich glaube schon. Okay. Alles klar. War doch hoffentlich nicht so schwer. Na, warte mal, ich müsste ja gar keine Wandsprünge machen. Ich hätte einfach so hoch gehen können. Jo, ich denke mal, das war der erste Stern. Und hier oben hat man noch einen guten Ausblick. Es sieht an sich wirklich sehr nett aus. Nur, wie gesagt, diese grüne Fläche am Boden da sieht etwas. Na, wobei, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Es ist okay so. Ich finde es okay. Wenn da unten so ein paar Gegner rumstehen, ist das vollkommen okay so eigentlich. Doch, nee, das ist okay. Sieht gut aus. Nee, wirklich. Mir gefällt das Aussehen. Es ist. Manch einer würde jetzt behaupten, es ist ein bisschen leer und viel zu geradlinig nach oben, aber ich würde behaupten, das sieht eigentlich ganz nett aus. Mein einziger Makel hieran wäre jetzt. Das habe ich gerade gesehen. Ich könnte einfach diesen einen Stern komplett überspringen, indem ich. Ne? Egal, unwichtig. Wir machen das gleich so, wie es richtig gemacht werden soll. Machen wir mal den Stein hin. Aber sonst sieht das doch ganz lustig aus. Kreative Säulensprünge. Warte, habe ich mich da gerade verlesen? Wow, wow, wow. Alles da. Yay. Ich dachte erst, dieses wow, wow, wow würde an Crash Bandicoot erinnern. Egal, lassen wir die Memes aus diesem Video. Und spielen das Spiel. Nee, ach komm, ganz ehrlich. Das sah von oben viel leerer aus. Das ist wirklich okay. Mir gefällt die Textur. Ich kann das nur betonen. Mir gefällt diese Grastextur. Nee, das sieht super aus. Nee, doch, gefällt mir wirklich sehr gut.
Es ist halt ein sehr simpel gehaltenes Level, würde ich behaupten, was halt die Geometrie angeht. Ich meine, es ist halt wirklich sehr simpel. Einfach ein paar Ebenen hochgezogen und dann hier und links ein paar Wände und so, ne? Und einfach nur geradlinig meins, aber das muss ja wirklich nicht schlecht sein. Mir persönlich gefällt das gerade recht gut. Ich finde, das sieht schön aus. Ja, ich will eigentlich da wollte ich treten. Aber mir gefällt das gerade sehr. Sieht sehr schön aus. So, und hier muss ich jetzt zweimal den gleichen Weg nehmen, um zu einem Stern zu kommen. Ich meine, klar, nein, es ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, was es gibt, aber es gefällt mir, ne? Also, ich meine, so einfach kann man es betiteln. Wir grabbeln da jetzt lang. Oder wir tun das nicht. Nein, wir tun das nicht. Wir grabbeln da jetzt nicht lang, wir rennen. Wir rennen, wir machen etwas Verbotenes, wie in der Schule, auf dem Flur rennen. Die Sterne liegen halt alle wirklich sehr nah beieinander, aber wie ihr schon sagt, es ist ein kleines Level. Da es halt ein kleines Level ist, ist es halt auch nicht so spektakulär. Aber es ist doch ganz nett, darauf kann man aufbauen. So, wo bin ich noch nicht lang gelaufen? Da kann auch hier können wir noch lang laufen. Das könnten eventuell die kreativen Wandsprünge sein. Also, weil da so eine Wand dazwischen ist, ist das kreativ. Oh, Moment, ja, das ist gefährlich, hier kann man runterfallen. Beziehungsweise bin ich sogar. Dann müssen wir mal da hoch. Und das ist passiert. Ich bin hier oben wieder und ich bin wieder unten. Das, ich wollte eigentlich von Anfang an gerade sagen, dass das hier nicht allzu viel schwierig aussieht und nicht wirklich problematisch sein sollte, aber ich nehme das gerade mal schnell wieder zurück, weil ich doch... Okay, nein, das lag gerade daran, dass ich oben gegen eine Mauer gesprungen bin, an der ich mich nicht festhalten konnte. Das hat man gehört am Sound. Aber ich wollte gerade behaupten, dass es nicht ganz so schwierig ist, aber ich nehme das zurück. Ich habe mehr Schwierigkeiten hiermit, als ich dachte, dass ich haben würde. Nein, wirklich, warum habe ich so viele Schwierigkeiten hiermit? Das ist wirklich nicht schwer. Ich sollte aber wieder meine Horrorfilme gucken, schauen gehen. Ah, wir machen das mal so. Da schon wieder. Man hat es gehört am Sound. Ich hätte nicht mal den Wandsprung ausführen können. Ja gut, ich heile mich mal gerade. Okay, und jetzt noch einmal. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Save States für dieses Level benutzen. Immerhin, doch, wir benutzen Save States. Moment. Nochmal. Doch, schon wieder. Man hört's. Also der Sound, ne? Wenn ich dagegen die Wand springe, kann ich mich nicht festhalten. Fällt der Knopf so. Jetzt hat's funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass ich wieder keine Wandsprung machen kann. Aber auf jeden Fall, das ist merkwürdig. Ich würde vielleicht die Fläche mal mir anschauen, warum da kein Wandsprung geht. Vielleicht ist er nicht komplett gerade zum Boden, senkrecht. Aber schau dir das am besten mal an. Macht, dass man sich da irgendwie festhalten kann oder einen Wandsprung machen kann. Egal, so, dann hätten wir den Stein hier. Die Namen der einzelnen Missionen sind nebenbei sehr kreativ. Ne? Habt ihr den Wortwitz verstanden? Kreativ? Ich hoffe, irgendeiner von euch hat sich gerade vor dem Bildschirm entweder vor das Gesicht geschlagen, so in Richtung Facepalm oder wie auch immer das heißt, oder hat freundlicherweise sich ein Instrument gerade besorgt, im besten Fall ein Schlagzeug, und hat dieses Badabisch gemacht. Ne, dieses... Okay, das ist ein ganz falscher Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, so... Trommelwirbel. Trommelwirbel, bitte, das war ein guter Wortwitz, muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle. Habt ihr das gesehen, wie ich mich da gerade gerettet habe? Ich finde das... Okay. Okay. Wir machen was anderes. Wir machen was anderes, was ganz anderes. Wir gehen da jetzt rückwärts zu. Und zwar bis hierhin. Viel weiter muss ich rückwärts nicht hoch, weil ab hier wird es richtig einfach.
Ja, sagte er und wäre fast runtergefallen. Ich sollte aufpassen, was ich sage. Gut, rote Münzen. Ich weiß nicht, ob ich rote Münzen holen will. Es gibt 7 Sterne. 7 Sterne, also auch mit 100 Münzen, der wie? Gibt's echt genug Münzen für 100 Münzen? Gibt's echt genug Münzen für 100 Münzen hier? Oh nein! Nee! Nö, oh, ich hasse. Nehmen wir das mit dem Live ist nicht so schlimm. Also ich bin ja gerade hier live dabei, dieses Spiel zu spielen, auch wenn es später auf YouTube halt nicht mehr live ist, aber ne, es könnte ja live in einem Livestream sein. Insofern ist das vollkommen okay. Und ich gehe jetzt einmal darüber. Und gehe da hoch. Aber mit Bademal, da war ich gerade. Warte, wo war ich noch nicht hochgerannt? Ne, hier geht's gar nicht hoch. Hm, okay. Okay, wir machen aber das Ganze jetzt ein bisschen anders. Genau, wir machen das jetzt mit 3-Paar-Sprüngen und machen uns das ganz schön einfach hier. Okay, hat funktioniert soweit. Und da hoch. Fast wäre ich runtergefallen. Okay, dieses Mal mache ich einen Safe State. Nicht, dass sowas schon wieder passiert. Gut, jetzt hat es funktioniert. Ja gut, dank dem blauen Münzschalter, da könnte man eventuell doch Münzen für nur 100 Münzen kriegen und roten Münzen. Insofern passt das wieder rum. Auf der anderen Seite der kreativen Brücke. Oh, der kreativen Brücke. Der Name gefällt mir aber. Ich sehe auch wieder so eine hässliche Fruchtfliege rumfliegen. Das ist schlimm. Das ganze Haus ist voll mit diesen blöden kleinen Fliegen. Kann das bitte enden? Kreative rote Münzen. Ich bin ja der Meinung, dass ich diese angeblich kreativen roten Münzen ja nicht holen möchte. Egal, ich hole mir aber noch einen anderen Stern jetzt. Eventuell habt ihr ihn gerade gesehen, aber den hole ich mir jetzt noch schnell. Vor allem fällt mir gerade was auf. Ah. Moment, das haben wir gleich. Ja, doch ein bisschen schief ist es. Moment, das. Ich krieg das hin. Aber ich muss anscheinend so rumspringen. Und bitte nicht runterfallen. Ich mache mir das jetzt hoffentlich einfach. Nein, mache ich nicht. Weil ich den Winkel nicht richtig hinbekomme, aber vielleicht. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Okay, jetzt aber. Wird ja ganz einfach. Mit der Ansicht klappt das sogar einigermaßen. Mit der Ansicht sieht dieses Level sogar noch interessanter aus, wenn ich ehrlich bin. So, und da ist ein Stern. Ah, Leute, das kann doch nicht sein, was ich hier gerade mache. Huch, was ist denn jetzt los? Habe ich einen Glitch ausgelöst? Oh mein Gott, wie ist denn das passiert? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Das war merkwürdig. Sehr kreativer Name. Ein sehr kreatives Versteck. So, gut, okay. Das sieht jetzt nicht so lang. Insofern machen wir die 100 Münzen plus die roten Münzen halt auch noch. Wie in der Textdatei schon stand, das ist ein wirklich recht kurzes Level. Die Sterne sind alle sehr nah beieinander, das ist nicht halt so schön. Wenn du ein kurzes Level machst, dann hier ein Tipp. Setz nicht unnötige Sterne rein, damit eben diese 7 normalen Sterne ergeben. Wenn du ein kleines Level machst, dann kannst du meinetwegen genug Münzen einbauen für 100 Münzen. Du kannst meinetwegen einen kleinen Raum oder sowas erstellen, wo halt die ganzen roten Münzen aufeinander gestapelt sind, mehr oder weniger, dass man halt nicht ewig rumlaufen muss, um die roten Münzen zu finden. Du kannst, ja, du kannst viel tun, ne? Aber steck nicht unnötigerweise irgendwo, Sterne hin. Und ich sollte endlich mal da oben dran kommen und ich weiß, ob ich das mache. Egal, ich meine nur, also, dieser eine versteckte Stern, der war im Grunde an derselben Stelle wie ein anderer Stern. Das müsste vom Prinzip nicht sein. Weil dadurch macht man einen Stern quasi zweimal
das ist halt nicht so schön. An der einen Stelle gibt man nur einfach nur den einen Turm da hoch, wo man an der Seite hoch muss. Wo ist denn das jetzt? Ich glaube, da hinten ist das. Ja, da hinten ist das. Da geht man einfach nur zweimal hoch für zwei verschiedene Sterne und der Weg unterscheidet sich nicht großartig. Insofern, das müsste auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, mach nicht mehr Sterne rein als notwendig sind, denn jeder Weg, der zweimal gelaufen wird ohne eine großartige Veränderung, ist im Grunde unnötig und macht nicht so viel mehr Spielspaß als vorher. Insofern, ne? Kleine Level brauchen keine 7 Sterne, 3 oder 4 hätten sie auch getan. Nur um das mal einfach anzumerken. Jetzt bin ich aber schon wieder ruhig und hole meine Münzen und bin dann fertig. Aussehen an sich ist wirklich sehr nett. Mir gefallen die Farben, die Texturen an sich einfach. Gefällt mir von der Farbe einfach wirklich sehr gut. Und ja, nur es gibt keine großartig leeren Flächen, wobei das bei einem kleinen Level auch nicht schwierig zu machen ist. Rote Münzverstecke, gerade die hier unten am Boden, sind wirklich sehr gut. Nur dass ich halt jetzt jeden einzelnen Weg wieder hochrennen muss, um die roten Münzen zu finden, beziehungsweise einfach zu holen, ist nicht ganz so schön. Weil ich muss halt jetzt nochmal, ich muss nochmal bei den roten Dingern auch hochgehen, damit ich die roten Münzen alle habe. Aber das schaue ich gleich nach. Auf jeden Fall, ich muss halt die meisten Wege der alten Sterne, nochmal der alten Sterne langlaufen, um halt an die meisten roten Münzen zu kommen. Das ist nicht ganz so die feine Art. Aber verkraftbar, weil das Level nicht ganz so groß ist. Insofern will ich da mal nicht groß drüber reden. Ich denke, das ist eine Sache, die immer im Auge des Betrachters liegt. Gerade bei einem kleinen Level. Prinzipiell aber für alle Zuschauer mal gilt die Regel, das habe ich bei meinem bisherigen Level auch immer falsch gemacht, glaube ich. Rote Münzen sollten nicht unbedingt den erfordern, dass man einen Weg, den man für einen anderen Stern gelaufen ist, normal geht. Also ich meine, sowas zum Beispiel, hier diese rote Münze, die ist okay, und die anderen auf dem Boden, die gut versteckt waren, waren auch okay. Also die ersten 5 Münzen sind sehr gut gewesen, aber alles hinten dran jetzt, wo ich die gleichen Wege nochmal langlaufen muss, ist nicht so optimal. Es ist eins oder zweimal verkraftbar, aber nicht optimal. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will, insofern höre ich einfach auf zu reden. Aber ne, so für die Zukunft, keiner geht gern einen Weg zweimal nur für eine rote Münze. Das tut einfach keiner gern. So, okay. Ah, okay, ich dachte schon, ich würde hier runterfallen. Da hinten waren dann noch der blaue Münzschalter. Und noch rote Münze. Aber ich rede über diesen einen Punkt gerade länger, als ich es müsste. Ui, das sind viele Münzen. Aber wahrscheinlich sind die Münzen notwendig. Und da ist schon mal 100 Münzstern. Ja, und wie gesagt, generell, was ich zu den 100 Münzen, roten Münzen gerade gesagt habe, ich will es noch einmal kurz für dieses Level speziell erwähnen. Da dieses Level klein ist, ist das für den roten Münzen an sich kein Problem, weil die Wege an sich halt wirklich sehr kurz sind. Aber nochmal einfach, um allgemein zu werden, nicht die roten Münzen irgendwo riesig im Level auseinandergebreitet, verfächert rumliegen lassen, weil, ja, keiner läuft den Weg gerne zweimal. So, okay, ich hoffe, die Nachricht, die ich vermitteln wollte, kam irgendwie rüber. Eventuell habe ich aber so lange darüber geredet, dass er wieder nicht rüberkam und ihr das falsch versteht und ich wieder Quatsch gelabert habe im Endeffekt. Insofern sollte man das Video an der Stelle beenden und ich hoffe, das war genug Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht, ich hoffe, das dauert nicht so ewig, je nachdem, wie ich wieder Motivation für sowas habe. Insofern, bis zum nächsten Mal und tschüss. Schönen Abend noch. Oder schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer.